Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schlacht um Mittelerde 2 mit Erweiterung, also Aufstieg des Hexenkönigs. Wir spielen hier gegen Antilli auf Ettenöden. Wie man bereits sieht, die Qualität ist diesmal jetzt nicht ganz so wie sonst. Liegt daran, weil ich so gerade keine andere Möglichkeit habe, dies zu tun. Ansonsten, wir starten, glaube ich, links oben. Kann das sein? Ja. Arbeiter! Gut. Hier gibt es immer Arbeit. Arbeitet an eurer Einstellung. Wir fangen gleich mal so an. Das ist jetzt die Frage. Machen wir's so. Ich glaube, dann werden wir noch einen Schmelzofen hinklatschen. Haben wir gedacht, machen wir das mal so. Muss man immer so einen Wagvorposten davor setzen. Aber jetzt werde ich erst einmal Urugrube errichten. Dich nützlich. Das neue Gebäude ist fertig. So. Macht, was euch befohlen wird. Die Frage ist halt natürlich, weil er hat, also Tilly hat doch recht oft das Ganze gemacht, die Spiele. Auch gegen andere. Arbeitet an eurer Einstellung. Und wir wissen ja, wir werden da jetzt nicht die großartigsten Chancen habens. Ich werde wahrscheinlich Urukai mal herstellen. Wir haben, in der Mitte ist so ein komischer Turm. Außenrum ist, glaube ich, nichts. Wir werden dann fertig. Wir haben viel zu tun. Jetzt so. Macht, was euch befohlen wird. Also was schon ein deutlicher Unterschied war, ab und zu spiele ich ja auf dem normalen, also mit der anderen Grafik, 16:9 und alles. Hier sieht man dann doch deutlich mehr. Hier wird nicht gefaulenzt. Und zwar aus dem Grund, weil 16:9 wird ja hier auf diese Größe hier reingezoomt. Was ein bisschen behindert ist. Wir haben viel zu tun. Ich krieg langsam Hunger. Mal schauen, was da rauskommt. Ah, hier ist ein Gasthaus. Das könnte nützlich sein. Weiter! Erbärmlich eure Posten! Der Feind! Gab und Holde! Schlagt sie alle! Ein Gebäude so. Fertiggestellt. Was sollen wir sonst noch bauen? Macht was euch das gefolge. Ist jetzt aber uncool. Geh bloß weg. Ihr werdet nicht gefaulenzt! Wir greifen an! Bald! Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit! Ruhe jetzt! Schnell! Wir brauchen. Sonst werden wir vielleicht noch eine Gruppe Urukai machen. Lasst sie nicht entkommen! Die Waage da rein! Das Auge beobachtet uns! Sie demütigen! Ihr wimmelt es von Feinden! Zurück! Aufpassen! Aufwachen! So, jetzt haben wir das. Jetzt werde ich hier mal noch einen Schmelzofen reinhauen. Ich glaube, ich rieche den Feind. Marsch, marsch! Ochs! Wir greifen an! Schnell! Feuert! Macht eure Waffen bereit! So, vielleicht hat er mich noch gar nicht entdeckt. Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben. Aufwachen! Weiter, weiter! Na, er hat mich noch nicht gesehen. Das ist sehr gut. Mach dich nützlich! Und die würde auch so schnell nicht auf Stufe 2 bringen, wahrscheinlich. Lass es Bolzenhageln! Da! Sie sind da drüben! Nicht ich würde mal diesen Gabonhold vielleicht genehmigen. Haltet euer Werkzeug einfach, weil ich es kann.
Man kommt ja mit Armbrustschützen doch recht weit. Wir haben ein Gasthaus entdeckt. Oder haben die die erledigt? Tja, man weiß es nicht genau. Das Gebäude ist fertig. Mit euch, ihr faulen Säcke! Nee, da ist er, der Grab und Holt. Alles klar. Ihr wisst, was zu tun ist. Grube züchten wir Uruk. Da wird Uruk gezüchtet. Mal wieder. Beeilung, ihr Schnecken! Mehr Bolzen! Schnell! So, den Grabenhold werde ich jetzt erledigen. Feuert! Noch mehr Waffen aus den Gruben! Ansonsten werde ich hier vielleicht einen Wagvorposten hinklatschen. Maul halten! Wir greifen an! Hier gibt es immer Arbeit! Noch so. Ein Gebäude fertiggestellt! Macht euch kampfbereit! Okay, da muss man aufpassen. Zum Glück kam da der Wagvorposten hin. Feuer frei! Da ist ihr los! Uruks! Da ist ja auch schon was vom Gegner, scheine an. Einige Uruk-Speerträger sind in Gruben entschieden. Eure Waffen! Haltet euer Werkzeug! Wir haben den Wagvorposten gebaut! Ich glaube fast, das ist meins. Hehe. Der Feind! Aufwachen! Zerschmettert sie! Ich krieg langsam Hunger! So. Schneller! Macht euch kampfbereit! Ich erkenne ein Gasthaus, wenn ich eines sehe. Bewegung! Macht euch wieder an die Arbeit! Hier noch vielleicht ein Sägewerk, das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Hier mal ein bisschen mehr Sichtweite zusammensammeln. Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit. Wieso Grabunholde? Das neue Gebäude ist fertig! Wir greifen an! Ja, er hat's zerstört, schau ihn an. Wir haben den Feind gefunden. Das ist jetzt nicht gut. Sie greifen uns an! Wohin? Ich krieg langsam Hunger! Uruks! Zuhör! Krieg euch zurück! Das ist vielleicht nicht ganz so von Vorteil, weil das könnte sein, dass das in die Hose geht. Holt euch den da! Zerschmettert! Schaut mir insgesamt jetzt gerade nicht so gut aus. Ich dachte, wir sind fertig! Kommt schon! Dann muss ich hier wahrscheinlich noch was hinscheißen. Keine Gefangenen! Lasst keinen am Leben! Gut, zurück an die Arbeit! Macht euch kampfbereit! Vorwärts! So, hier hat er. Da muss man aufpassen. Ich weiß, ich weiß. Macht eure Waffen bereit. Aufpassen, du. Aufwachen. Ich wollte halt unbedingt jetzt noch meine Lanzenträger. Noch ein Angriff. Macht eure Waffen bereit. Aber das ist insgesamt schon wieder viel zu viel. Schneller. Macht, was euch befohlen wird. Ist in unserem Lager. Das ist kein guter Platz! Einer der Schmelzhöfen wird angegriffen! Treibt die Waage da rein! Macht, was ein Befehl wird! Die Pferde fehlen aber! Sie greifen uns an! Marsch! Speere hierher! Ich krieg langsam Hunger! So, ansonsten... Macht doch, dahin kommen! Sie greifen die Säge! Lass sie nicht entkommen! Das geht schon! Bitte den Wagvorposten. Keine Gefangenen! Das Lager wird angegriffen! Sie greifen einen Schmelzofen an! So. Ja, das Sägewerk ist weg, das sehe ich auch. Wir haben den Wagvorposten gebaut! Wir können nicht standhalten! Bis jetzt können wir noch einigermaßen standhalten, möchte ich hier mal anmerken, Kollege. So, da schaut es erstmal gut aus. Aber da oben. Da ist so lala. Vernichtung! Wir werden dann
Ansonsten, Abholz entwickeln wäre vielleicht nicht schlecht. Und dann hier mal Lutz rauszuhauen, auch wenn der jetzt vielleicht auch nicht so viel tun bringen wird. Noch mehr Urus kommen aus den Gruben. Wir brauchen mehr Ausschlaffe. Ihr habt nicht gefangen. Lasst sie nicht weiter. Ihr wisst, was zu tun ist. Sie sind da drüben. Das ist jetzt nicht so gut. Kampfbereit. Mehr Bolzen. Schnell. Hey, mein Berserker ist weg. Hey, da kann man sogar tatsächlich lähmen, den Frodo. Natürlich, er geht wieder auf Nahkampf. Super. Genau so soll's nicht laufen. Das ist einer dieser gezüchteten Irrlinge. Lurz ist weg. Er hat jetzt das Kommando. Er beobachtet uns. Ja, ein Berserker allein bringt nicht viel. Lasst sie nicht entkommen. Und da wurde man soeben wieder überrannt. Ich krieg langsam Hunger. Sie greifen uns an. Jupp, ich glaube, das war's. Wir schauen uns mal die Statistik an. Sie greifen einen Schmelzofen an. 10 Minuten, da können wir ja zweite Chance Ding dranhängen. Cool. Zweite Runde. Ja, man sieht es irgendwie voll abgekackt mit den Einheiten. Nun ja, wir werden hier einen kleinen Cut machen, dann sehen wir uns gleich wieder zur zweiten Runde. Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zur zweiten Runde auf dieser Folge. Warum begrüßt dich eigentlich? Ihr habt ja sowieso nichts mitgekriegt, außer einer Sekunde Schnitt. Egal. Wir probieren es jetzt auf Dunland. A la Orks. Man braucht jetzt aber nicht so viel erwarten, das ist logisch. Und wie ich jetzt daran gehe, weiß ich auch nicht. Wir könnten es mal mit Spinnenreitern probieren. Das wird bloß recht teuer. Weil ich muss ein Spinnennest bauen, kostet 600. Ich muss es aufwerten, kostet nochmal 500. Und dann muss ich Spinnenreiter bauen, kostet nochmal 600. Macht 1900, 1700. Nicht so ganz so, wie es sein sollte. Macht, was euch befohlen wird! Erstmal klassisch anfangen. Ansonsten, ja, warum nicht? Und da werde ich vielleicht nur Orks rausholen. Erst einmal. Damit ich ein bisschen Rohstoffe sparen und mehr Tunnels bauen kann. Macht was euch befohlen wird! Die Hörer ist bereit! Ja, kommt schon! Orks an sich sind ja recht billig dann. Haltet euer Werkzeug bereit! Wir könnten die gleich mal auf Erkundung dann schicken. Die sind ja doch ein bisschen schneller als normale Leute. Wir haben viel zu tun! So viel weiß ich. Als werde ich hier erstmal noch einen Tunnel bauen wollen. Ihr wisst, so, was zu tun ist. Noch mehr Ork-Krieger. Kommt schon. Haltet euer Werkzeug. Das Problem ist nur, mit Ork-Kriegern braucht man nicht gegen Nester gehen. Zu Befehl. So viel ist schon mal klar. Sammelt euch. Hier. Das Gebäude ist fertig. Hier gibt es immer Arbeit. Haltet euer Werkzeug bereit. Entweder noch ein Tunnel oder ein Sägewerk. Sägewerk ist halt das Problem. Hier gibt es echt nicht so viel Holz. Ah, die Hölzer sind ja weg. Ja, ganz großes Kino. Mach dich nützlich! Was? Vorwärtsmarsch! Dann warten wir, bis hier das Update drin ist. Noch mehr Ork-Krieger! Zerstört alles! Da muss ich jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht, dass ich sie nicht außer Augen lasse. Sollen sie nur kommen?
Beeilt euch! Nicht stehen bleiben! Dem gehe ich jetzt ein bisschen auf den Sack. Hier! Wir haben die Höhle erweitert. Rennt es nieder! Sammelt euch! Kommt schon! Was? Vorwärts! Noch ein Gebäude fertiggestellt! Zu Befehl! Da sind sie! Bewegt euch! Hier! Das neue Gebäude ist fertig! Vorwärts, Marsch! So, noch eine Ohrgrube bauen. Sammeln! Kommt schon! Gehen wir noch da oben hin. Zu Befehl! Sammeln! Und dann darüber. Ich weiß. Schön, dass du es weißt. Habt ihr das gehört? Was? Vorwärts, wir haben eine neue Höhle. Eine neue Höhle ist immer gut. Los! Hier! Nicht gut, dass die schon auf Stufe 2 sind, möchte ich hier mal anmerken. Ich muss hier unbedingt jetzt noch mehr Einheiten rausholen. Arbeiter! Unsere Bogenschützen sind bereit! Sammeln! Ihr werdet nicht gefaulet! Bereit? Weil hier habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht allzu viele Einheiten. Noch mehr Ork-Krieger! Jetzt haben wir sie! Die Frage ist halt nur, ob das. Na, das reicht nicht. Zu Befehl! Bereit machen! Unsere Bogen. Eine Kluft wäre vielleicht auch noch nicht schlecht, gell? Gefaulet. Kluft. Wir wären dann fertig! Baut! Was war das? Hier gibt es immer Arbeit! Sammeln! Kommt schon! Immer wieder ein bisschen auf Trab halten. Wir haben die Höhle erweitert. Kommt schon! Bereit machen! Zu langsam! Habt ihr das gehört? Hier! So und so tun. Die mal auf Stufe 3 aufrüsten, ist nie verkehrt. Rohstoffmäßig schaut es gar nicht mal so schlecht aus. Also wir kriegen ordentlich Rohstoffe. So ist es nicht. So, da möchte ich dann noch Halbtrolle raushauen. Da ist was. Was war das? Bereit? Ruhig, der Feind. Wir haben die Höhle erweitert. Wir brauchen mehr Rohstoffe.